Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Hey! Ihr braucht nicht weinen, Witcher geht natürlich weiter. Die Wachen schubsen mich hier ein bisschen rum, finde ich frech, den können wir auch aufs Maul holen. Lass mal aber mal. Wir wollen weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Ein bisschen Hundeteig sammeln, soweit ich weiß. Und hier der Hundevertrag, 6 Gefäße mit Hundeteig. Und wir müssen noch so einiges anderes machen in der Nacht. Die Nacht nutzen, Karpe Nacht, keine Ahnung. Kann man das so sagen? Ich denke schon. So, hier ist zum Beispiel ein Hund. Na du, komm mal her. Hey. Alter, ist der flink. Komm her, Hundi, Hundi, Hundi. Wo ist das Viech jetzt hin? Jetzt schnell, weggerannt. Hallo? Hallo, Hund? Hund, 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 Hund. Zack. Hallo, Hund. Komm her. Nö. So. Der... Ups, sala. Überreste. Hier gibt es nochmal Hundeteig. Dankeschön. Wie viel haben wir jetzt? Zusammen 2-mal. Ich glaube, wir haben aber noch in unserem Lager noch ein bisschen was rumliegen. Wächter mit Fackel, ja, der steht da in der Ecke und macht, was so ein Wächter mit Fackel halt macht. Ich würde ja auch gerne den einen Typen noch finden, damit wir die Quest mit dem Haus abschließen können. Das wäre ja auch noch klasse. Aber die zeigen sich irgendwie immer nicht. Da ist auch ein Hund. Ja, den, aber hier drin will ich ehrlich gesagt nicht mit dem Hunden rumspielen. Ja, gute Frage. Wer will einer aufs Maul? Vielleicht können wir jetzt nochmal mit dem Sendeboden reden? Aha. Aha. Ja, ich weiß nicht. Wir können nämlich auch die Salamander-Abzeichen an irgendwie abgeben. 100 Uhrens. Vielleicht kriegen wir mehr raus. Mal gucken. Wir probieren es einfach mal. Beim letzten Mal war es uns ja ein wenig verwehrt worden. Sagt mir, wer für Salamander-Abzeichen bezahlt. Ich gebe euch 100 Uhrens. Haut ab! Haut ab! Okay, der ist dann immer noch ein bisschen angefressen. Ich weiß nicht wieso, aber selbst mit dem Geld hat es nicht geklappt. Wer weiß. So, Hundeteig, Hundeteig, Hundeteig. Hier haben wir noch Hundeteig. Juhu. So, hier, dann kann man nämlich ein bisschen von dem ganzen Müll, den wir hier gesammelt haben, auch gleich noch weglegen. Ja, Salamandra-Abzeichen, da können wir ja auch noch ein paar weghauen. Die Süßigkeit brauchen wir auch nicht. Den Schal, das behalten wir mal. Hier, das wollen wir eigentlich noch verkaufen. Finden wir aber auch keinen Abnehmer für. Zuckerpuppe brauchen wir auch keine. So. Ja, Hundeteig brauchen wir auf jeden Fall für die Quest. Leider nur 2 Stück noch da gehabt. Gut, also brauchen wir noch 2 weitere Hunde. Für den Friedhofswächter und... Gut, gucken weiter. Ist der Typ da? Nein, das ist immer nur noch der eine. Schade. Aber hier stand noch ein anderer rum, der auch einen anderen Namen hat. Lasst mich schlafen. Nein. Lasst mich schlafen. Ah, okay. Was wollt ihr? Oh, eine Holz. Da ist eine Holztruhe. Wir haben die noch nicht geplündert. Cool, mich. Naja, nehmen wir alles mit. Ja, hey. Und ich würde sagen, bevor. Na, lass mich durch. Du. Ja, die prügeln sich weiter, bevor wir hier. Das können wir eigentlich unser Inventar gleich nochmal leeren, wenn wir einmal da sind. Ich meine... So. Ja, was möchte ich? Ich möchte daran. Ich möchte das hier wegtun und das hier wegtun. Vielen Dank. Schönen Tag noch. So. Wir gehen wieder raus. Suchen noch 2 streunende Hunde. Und gucken mal dann, welche Quest wir als nächstes noch erledigen müssen. Ja, das ist ja hier ein bisschen älteres Spiel. Da gibt es halt nicht sowas wie... Ein Quest-Pfeil, der uns hier auf dem Boden quasi dahin führt, wo wir hin müssen. Das finde ich aber eigentlich auch gut so. Das hat einen gewissen Charme der alten Spiele an einfach. Hier ist kein Hund. Alter Mann. Haus des Detektivs. Da ist ein Hund. Hund, 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 Hund. Hundi, 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 Hundi. Noch Tränke.
Komm her. Mist, falscher Kampfstil, stelle ich gerade fest. So. Komm her. Komm, Hundi, Hundi, Hundi. So. Hundi weg. Ich meine, ich würde ja normalerweise keine Hunde jagen. Das ist, finde ich, ein bisschen Quatsch. Aber wenn es denn für die Quest ist. Ich meine, das ist ja sowieso nur virtuell. Im Echten untersage ich strengstens allen. Oder erhebe ich den Zeigefinger. Leute, seid nicht so blöd. Haltet das Virtuelle und vor allen Dingen auch das Echte auseinander. Weil wenn man jetzt hier Hunde, Straßenhunde jagt, es gibt in echt bessere Methoden, um damit umzugehen, als mit einem Schwert auf die Hunde loszugehen. Und damit meine ich nicht mit einer Knarre oder so, sondern bessere im Sinne von humanere oder auch zivilisiertere Methoden, mit der ganzen Sache umzugehen. Ja. Oh, da war ein Hund. Ich habe es genau gesehen, oder? Hallo? Nein? Ich habe gerade irgendwo Hund gelesen. Schild, Kalkstein, Tür. Wer lacht da? Können auch hier mal ins Häuschen reingucken. Ich meine, so rumgeplündert haben wir ja auch noch nicht so wirklich. Zwergen, ja. Und Holztruhen. Oh, wer ist das? Anderlinge, okay. Pamphlet, Beschwörung. Beschreibt Beschwörung. Keine Ahnung, warum ich da Beschwörung jetzt gelesen habe. Unbekanntes Kraut. Schade. Ein Fass. Da gibt es ein bisschen Geld drin. Wer hat... Was? Scheiße in den Stiefeln? Bitte, was? Ja gut, als Zwerg kann das schon mal passieren. So, Tür. Abgeschlossen. Ah, schade. Verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Und dir? Auch. Ich verschwinde hier. Nein, du bleibst hier. Du bleibst da schön sitzen und trinkst weiter dein Zeug. Scheiß auf friedliche Koexistenz, echt mal. Und ich finde es genial, dass das wirklich keinen interessiert, dass wir hier drin Scheiße in den Stiefeln haben. Dass wir hier rumrennen und die Leute quasi ausplündern, aber ja. Wo ist das denn? Tafelwasser. Das nehmen wir natürlich mit. Tafelwasser können wir auch gut gebrauchen fürs Brauen von Tränken, denn das ist auch eine Grundsubstanz, soweit ich weiß. Zum Beispiel, um weiße Möwe herzustellen, oder? Ich meine ja, wir brauchen Tafelwasser, um weiße Möwe herzustellen, was ja wiederum die Grundsubstanz für stärkere Tränke ist. So. Ein Hund brauchen wir noch, so die Theorie, oder? Ich zähle 5 Hundeteile, ja. Tür, Schild, Wachen, Tür. Hund, Hund! Hund! Na du? Komm her! Komm jetzt her! Komm her! Komm her! So. Mission erledigt. Alle Hunde erwischt. Ups. Finger von der F-Taste wohl. Dankeschön. So, damit haben wir alle Hunde erwischt. Der Hundevertrag ist abgeschlossen. Wir sollten den Totengräber für unsere Belohnung aufsuchen. Wunderbar. So, was haben wir denn hier noch? Berengars Geheimnis. Die Sumpfbewohner befragen. Das wären dann die Lehmbauern. Siegfried Zungen. Okay, was haben wir hier? Ich müsste 3... Für die Gärtner... Wurzel, okay, naja, da haben wir noch nicht das Wissen, leider. Der im Krankenhaus festgehalten wird, da kommen wir leider auch nicht ran. 10 Wolfshäute, ja, Wölfe finde ich ja leider nicht so viele. Töten zu Vincent, aha, den Beweis, den haben wir, Tatsache. Können wir dann mal zu Vincent gucken. Nee, Würfelspiel brauchen wir nicht. Ein alter Freund. Shani? Mit Shani können wir reden? Ich meine, wir sind doch gleich hier in der Ecke, oder? War das nicht? War der Markt nicht hier? Nee, ach nee, hier ist der Kerker. Ja, dann gucken wir gleich mal, ob Vincent da ist. Der Kerkermeister hier. Dann können wir dem so eine schöne Trophäe bringen von diesem Viech, was wir gekillt haben. Aber sieht eher schlecht als recht aus. Keiner da. Warum nicht? Eine Fackel haben wir hier noch. Na ja, gut. Schade. Schade, schade, schade.
Wo springt er denn sonst rum? Hm. Na gut. Hier anscheinend nicht. Oh, guck mal, ein Hundi. Ja, den kann man jetzt streicheln. Ei, feiner Hundi. Wenn es nicht für die Quest wäre, wie schon gesagt. Ansonsten habe ich mit den Hunden da eigentlich überhaupt keine Probleme. Außer wenn es zu viele wären. So, hier war das. Genau, Tür zu Shanis Haus. Sehr schön. Werbung? Da ist keine Werbung. Aber wir gehen mal zu Shani ins Haus. Denn wir sollten uns ja bei ihr mal melden. Außerdem war... Nanü? Was will er denn? Sagt etwas. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Hat euch das Krankenhaus geschickt? Och, krank. Seht ihr jedenfalls aus. Die Götter strafen euch. Ja, sagt die mit ihrem einen Kuchenzahn da. Ich würde da gern drauf zeigen. Ich kann aber nicht. Hier, da ist so eine Kante. Nein, meine Maus kann sich nicht verirren. Das ist idiotensicher, damit man auch ja was auswählt. Ja, ich komme vom Krankenhaus. Ihr könnt nach oben gehen. Aber drängt euch dem Mädchen nur ja nicht auf. Ja, Großmutter. Ja, Großmutter. Erstmal gucke ich in deine Kiste und klau dir eine Birne. Ja, sieht nämlich aus wie eine Birne. Ja, beschreib mal Birne ohne Birne zu sagen. Sieht aus wie eine Birne. Ach, verflixt noch eins. Was ist das denn? Großmutters Tagebuch? Ja, guck mal natürlich rein. Huch. Hat eure Mutter euch keine Manieren beigebracht? Sie würde sich gewiss nie verzeihen, dass sie so ein Ungeheuer großgezogen hat. Aber... Ach. Ja, geh mal wieder rein, ne? Okay, anscheinend interessiert sie dann doch, wenn man speziellere Sachen klaut. Das Ende ist nahe. Solche wie ihr sind doch Beweis genug. Ist nicht persönlich gemeint. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Ja. Der weiße Frost kommt. Ja. Ich spüre es in den Knochen. Die geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks, die Oma. Wie es ist, im hohen Alter in einem kalten Haus zu leben. Ja, das stimmt. Stimmt. Das weiß ich nicht. So, jetzt lass mich hier weiter deine Wertsachen durchsuchen. Okay. Ja, wenn sie uns rausschmeißt, dann nehmen wir halt wieder rein. So einfach. Ja. Also, was ist hier? Großmutters eingelegtes Gemüse und Schmalz. Ja, lass mal drin, bevor die uns wieder rausschmeißt. Erstmal reden wir mit Shani. Großmutters Tinktur. Und in der Kiste, was ist da drin? Das können wir allerdings mitnehmen. Nein? Das Ende ist... Ich bin gekommen... Der weiße Frost... Ja, stimmt. Ist jetzt gut. Lass mich in Ruhe, Oma. Kleiderschrank, was war da drin? Ach ja, da war die Fackel drin. Ja, wir gehen mal hoch zu Shani. Bevor wir hier noch mehr rumtrollerlollen und die Oma mehr auf den Keks geht. So, hallo. So. Gerade sagen, ich. Erstmal hier die einzelnen Schränke durchwühlen. Man will ja wissen, mit wem man hier redet. Ein Fisch. So eine Kommode. Da gibt's gelbe Rosen. Das ist schön. Ein Wäschekorb. Oh. Geralt? Ganz easy. Hundeteig, ach. Naja, ein roter Schal, die können wir schon, die können wir ja irgendwem schenken. Madame? Sie haben wenig an. Endlich habt ihr mich gefunden. Sieht ganz ja so aus. Wie seid ihr an der alten Vettel vorbeigekommen? Ich hab's verprügelt. Ah, nee, hab ich nicht. Alten Dame unten. Die macht mir das Leben zur Hölle. Ja. Ja, alte Leute sind eben so. Also manchmal wissen sie es gar nicht. Das ist dann einfach eine andere Zeit oder einfach ein ganz anderes Wertegefühl. Und dann kommt es einem manchmal so vor, als ob die Alten spießig sind oder ein bisschen verdreht. Aber die können halt nichts dafür, alte Leute. Alte Leute sind eben so. Genau. Ja, wenigstens ist die Miete günstig. Ärzte verdienen so wenig in Temerien. Viele wandern aus. Ihr seid geblieben. Jemand musste es tun. Wie auch immer. Ja? Ja, so. Was können wir denn mit Charlie bereden?
Ich wollte reden. Ja. Was ist? Manchmal träume ich von der Schlacht von Brenner, dem Massaker. Tut mir leid. Aber das ist es ja. Mir tut es nicht leid. Ich wache frisch und munter auf, als hätte ich mich an das Elend gewöhnt. Ergibt das einen Sinn? Durchaus. Danke. Manchmal ist es schön, wenn man sich aussprechen kann. Nicht der Rede wert. Was? Was? Das war ein guter Zuhörer. Wollt ihr uns jetzt hier nur ihr Nachthemdchen präsentieren, oder? Ja. Ja, das Nachthemdchen. Was können wir denn noch mit dir reden? Ich wollte reden. Ja? Was ist? Manchmal träume ich. Ja, okay, das ist dasselbe. Danke. Nicht der Rede. Okay, das war jetzt der Sinn der Sache, warum wir hierher sollten. Ja, gut. Wir gucken mal kurz. Orte. Gibt's da was Neues? Und tatsächlich, die Sümpfe. Hatten wir die schon mal gezeigt? Nö, anscheinend nicht. Gehen wir mal hier kurz durch. Zack. Ungeheuer, gibt's da was Neues? Erscheinungen? Hier, wer es lesen möchte. Wir werden spätestens dann darauf zurückkommen, wenn wir sie töten wollen. Solche Erscheinungen. Gut, haben wir ja schon gemacht. Silberschwert wahrscheinlich. Was ist denn das? Eine Mittagserscheinung. Ih, sieht die hässlich aus. Pfui, pfui, pfui. Okay. Nachterscheinung. Ja, die sieht auch nicht viel besser aus. Bloß ein anderes Kleid angezogen. Ja. Die wilde Jagd. Die verfolgt uns auch. Die werden wir vielleicht auch noch töten müssen. Als Ungeheuer. Haha. So, Formeln. Ja gut, die Formeln werde ich mir jetzt... Die werden wir einfach mal auslassen. So, hier. Den müsste man einfach eigentlich auch schon gehabt haben. Als... Carmen, naja, die hat, was will man großartig über die erzählen, die hat nicht so viel. Aber das Bild ist schön, daher haben sie einfach mal mit reingenommen, so nach dem Motto. So, der junge Boxfleisch. Ja, Boxfleisch, so wie man Boxen halt schreibt, ne. Ja, der Vivaldi, der Zwerg, mit dem hat man auch schon zu tun gehabt. Shani hat, gibt's was Neues über Shani? Tagsüber im Krankenhaus. Ja, okay, okay. Und Thaler. Na, der olle Taler. Zoltan hat es geschafft, den Tempelbezirk zu gelangen. Ah, der ist, erweitert sich also auch wieder. Also es lohnt sich auch da mal immer wieder reinzugucken. Was ich aber eigentlich machen will, bevor wir jetzt hier ewig in dem Glosser rumdaddeln, wollte ich eigentlich mal gucken. Alter Freund. Häufiger mit Shani sprechen, okay. Jetzt kann ich anscheinend nicht mit ihr sprechen. Dann lassen wir das halt. Gesucht. Was gibt's hier? Sollte. Sendboten. Okay, abends mit. Ja, mit dem können wir aber nicht unbedingt reden. Das ist ein bisschen schade. Bei Coleman abzuholen. Da gucken wir mal, wo das ist. Das wäre auch im Haarigen Bären, aber da finden wir den ja leider nicht. Egal. Der Hundevertrag. Den können wir dann noch erledigen. Ein alter Freund. Ah, meinte ich, hier ist mal Ratte. Sicherer Hafen. Ah, Leuwarten müssen wir auch noch am Hafen an den Deich vorbeigucken. Hier zum Sumpf. Der hat nämlich uns auch gesagt, dass wir den Hafen sicherer machen sollen. Das haben wir auch geschafft. Ich denke, sie sollte selbst nach weiteren Spuren suchen. Vincent müssen wir so oder so aufsuchen. In zweierlei Hinsicht. Und wir müssen Zeugen befragen. Na gut, hier gibt es also nichts weiter. Außer so ein hübsches Skelett, was hier in der Ecke steht. Fällt mir jetzt erstmal auf. Lustig. So. Aber. Weiter geht's. Die olle Oma, die wohnt hier. Die Großmutter, die alte Fette. Ah. Geht sie mir auf den Keks. Aber sie kann ja nichts dafür. So. Werbung. Tür. Aber nichts dafür. Wird auch langsam dann schon wieder hell. Das müsste, wie spät haben wir es denn jetzt hier? 3.30 Uhr. Ist immer noch gefährlich, aber in der Stadt trotz alledem recht sicher. Also gucken wir einfach mal zum Haarigen Bären. Das ist jetzt erstmal so questtechnisch unser, ja, unser Bestes, was wir machen können. Wir können allerdings auch mal gucken, ob hier gibt es nämlich auch, weiß ich, bei dem Krankenhaus so einen Hintereingang. Können wir doch mal versuchen, ob wir da reinkommen. Naja gut, nicht von der Seite. Vielleicht von der anderen Seite. Irgendwo war hier so noch so ein Eingang.
Aber ich glaube, den hat man schon mal probiert und festgestellt, dass er abgeschlossen ist. Genau. Alles klar. Also zum haarigen Bären. Unser next best guess. Ja, so, also. Wo soll man sonst hingehen? Es bleibt nicht mehr viel übrig. So. Schiebe ich hier mal mein Mikro das ein bisschen rum. Verheddert sich die ganze Zeit im Bart. Das ist der Popschutz. Das muss ja nicht sein. Ja, das findet er natürlich klasse, so wie der reagiert hat. Ja, das verheddert sich im Bart. Hurra. Nein. Auf in den haarigen Bären. Das klingt falsch. Ins Gasthaus zum haarigen Bären. Das klingt besser. So, der Schankwirt ist da, Kellnerin, Bockfleisch. Und? Was sagt er? Er will sie nochmal studieren. Darauf meine ich. Kanada, das ist doof. Oh, da ist noch eine Holztruhe. Kämpft ihr oder seht ihr zu? Ich nehme alles mit. Dann können wir uns gleich eine neue Fackel holen. Aber ich will nicht so viele Fackeln einlagern. Beim Schankwirt. Das wäre auch ein bisschen doof. Verdammt, Mann. Ja, ich weiß nicht. Ah, hier, ja, guck mal, was ich hier gerade sehe. Habt ihr irgendwo Coleman gesehen? Habt ihr irgendwo Coleman gesehen? Ihr habt wohl mit dem Lump Geschäfte gemacht und dann ist er verschwunden, richtig? Könnte man sagen. Ihr habt Glück. Das Unfallrisiko unter seinen Geschäftspartnern ist extrem hoch. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Abends sammelt er Transporter auf dem Deich ein. Aber wenn ihr ihm einen Dienst leistet, fragt nach, warum er ihn geleistet haben wollte. Na gut. Wir werden euch für alles, was ihr herausfindet, gut belohnen. Ah ja. Okay. Wir gucken erstmal, dass wir hier ein bisschen Scheiß einsortieren. So Dinge, die wir nicht brauchen. Hundeteil kann man jetzt sogar mehr als gut genug dabei. Ja. Kann ich das nicht wegtun? Gelbe Rosen? Doch. Ein Schal? Hier ist noch ein Schal. Bald mal erstmal nur ein Schal. Und für die Kräutersammlerin ein Schal. Und für die andere hat man, glaube ich, die Handschuhe. Da würde sie sich freuen. Irgendwie so war das. So. Tafelwasser. Aha. Tafelwasser. Den nehmen wir dann doch mal lieber mit. Tschack. Weil wegen sinnvoll und so. Starker Alkohol. Ja, wir werden vielleicht uns auch nochmal hinsetzen und ein bisschen was brauen. Ich meine, wir müssen ja auch sowieso warten, bis es wieder hell ist. Und das können wir die Zeit effektiv nutzen und uns alchemietechnisch ein bisschen was zusammenbrauen. Also auf zu einer Feuerstelle. Obwohl Coleman... Wir könnten auch nochmal in das verlassene Haus gucken. Vielleicht ist er da jetzt drin. Den verlassenen Haus sollten wir sowieso noch... Ne, den Wein, den haben wir ja schon. Ja, das tut echt weh. Na, wir gucken mal schnell ins verlassene Haus und ansonsten zum Lagerfeuer. Das sind so jetzt die Schritte, die wir gehen. Dum, 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 dum. Vielleicht nochmal im Haus des Detektivs könnten wir auch nochmal reingucken. Alles so Sachen. Alter Mann? Nein. Zum Deich. Wir gucken mal. Das verlassene Haus, ob der hier drin rumspringt. Der Coleman. Coleman. Bist du hier? Nein. Schade. Keiner da. Okay, dann wieder zurück. Oder er ist am Deich. Ja, wenn dann aber tagsüber, ne? Am Deich ist aber auch eine Feuerstelle. Wir gucken mal noch zum Teich. Deich, nicht Teich. Naja, das war auch ein Teich, aber am Deich ist kein nicht unbedingt der Teich. Wir gucken zum Deich. Und hoffen, dass der Coleman da rumsteht. Dann können wir nämlich die Quest da auch abgeben. Oh. Katzin? Ach, guck mal. Wenn das alles wäre, was ich gesehen habe? Seid ihr sicher? Ihr verliert die Hälfte eures Goldes. Wartet, da kommt jemand. Das ist dieser weißhaarige Kerl. Er hat uns entdeckt. Vorsicht! Er ist ein Hexer, der ist gefährlich. Endlich die Anerkennung, die ich verdiene. Hexer? Das war ein nettes Schwätzchen. Hört auf, den Dummen zu spielen. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich weiß Bescheid. Und ihr habt mich nie bezahlt. Hier sind 100 Orens. Verratet mich nicht. Warum nicht? Ich helfe Vincent, die geheime Organisation der Salamandra zu zerschlagen.
Besonders erfolgreich seid ihr aber nicht. Oh, weil irgendein Dummkopf dauernd Salamander tötet und unsere Fallen und Pläne sabotiert. Habt ihr eine Ahnung, wer? Nein, aber wenn ich ihn finde, setze ich seinem Treiben ein Ende. Es könnten eventuell wir sein. Wir haben auf jeden Fall die Quest beendet. Den Coleman steht hier rum. Hexer? Ja, das bin ich. Was hast du? Achso, ja. Ein bisschen davon. Okay, nee, wir gehen jetzt hier zum Deich an die Feuerstelle. Ach, da sind Ertrunkene. Kann man hier runter? Nein. Da unten ist auf jeden Fall die Feuerstelle. Und die haben wir uns schon gesehen. Das ist ja toll. Erstmal Schwertchen ziehen. Hallo. Oh, das sind dann noch ein paar viele. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja unseren Gruppenkampf und hauen die einfach um. Bum, bum. Hör auf auszuweichen. So. Alle tot. Sieht fast so aus. Schwertchen weg. Ah, Orenzahn, er hat ja eine wenigstens dabei. Wenigstens was. Das, aber Zungen gibt's von denen immer noch nicht. Dass die Gehirne nicht reichen, ich meine. Häutbar, was? Was hat das mit den häutbaren Kram auf sich? Das verstehe ich auch noch nicht ganz. Na gut, wir werden uns einfach mal an die Feuerstelle setzen, bis es Tag wird. Ach, hier war man noch gar nicht. Am Strand. Okay, das ist nur Coleman. Zack, ab an die Feuerstelle. Wir haben Talente nämlich erworben. Wir haben unter anderem auch ein Silbertalent. Und das wollen wir doch wohl noch ausgeben. Ich denke, das schaffen wir noch innerhalb dieser Folge. So, Karte. Karte. Ich will nicht die Karte angucken. Lass mich in Ruhe. So, erstmal Talente verteilen. 7 Bronzetalente und ein Silbertalent. Aufstrebend, Ike? Ja. Mhm. So, die Frage ist, in was investieren wir die Punkte? Schaden, Parieren, Vitalität, Blutenresistenz, Niederschlagenresistenz. Schaltet den starker Kampfstil frei. Okay. Ach, auf Stufe 5. Starker Kampfstil, Stufe 5. Okay. Was gibt's denn hier noch? Charaktere? Aha. Okay. Rüstung und. Oh, weia. Was es nicht alles gibt. Gewandtheit. Blendenresistenz. 20% ausweichen. Schnellen Kampfstil. Naja. Oder wir entwickeln irgendwas anderes hier weiter. Ja, könnten eigentlich hier in so vieles investieren. Gucken wir erstmal die Grundelemente durch. Das mit dem Schwips finde ich ein bisschen Quark. Schalte Machtverstärkung im Frausgang. Ja, wir machen es einfach mal, weil wir haben so viele Bronzetalente. Warum nicht? Da kann man hier auch mal einen Faustkampf erweitern. Kann man uns im Wirtshaus immer schön Kopf einschlagen. Alle Bewegungen im Faustkampf frei. Ja, komm, nehmen wir auch mit. Dann müssen wir uns bloß im Gasthaus mal prügeln. Gehen, sag ich mal. Ist ja okay. So, das brauchen wir alles nicht. Das ist ein bisschen Quark. Hier hätte ich vielleicht sogar noch Intelligenz. Schaltet. Ja gut, die Zeichen benutzen wir leider nicht so viel. Aber die, es wäre mir persönlich lieber, wenn wir dann mehr von diesen Intelligenzdingern hier haben, um noch mehr zu finden, um mehr nutzen zu können. Ich meine, hier warten wir es ja mit den Kräutern gut, dass wir es gemacht haben. Aber okay. Stahl, hier können wir noch einiges investieren. Zerschmetternder Hieb. Ne, haben wir schon. Huch, jetzt habe ich hier wirkt nur, wenn Schaden plus 50%, obwohl, nee, das geht gut. Das klingt schon ganz gut, auch wenn wir wenig Life haben, dann erhöht sich unser Schaden. Bluten, warum nicht? Ah, 20% Schaden, klingt auch nicht schlecht. Das nehmen wir mal weg, das brauchen wir dann doch nicht, weil 15% so wenig Leben haben wir meistens nicht. Das wäre auch irgendwo Quatsch. Im schnellen Stahl.
Nutzt man ja eigentlich auch ganz gern. Aus 4 Hieben. Ja, nehmen wir dann mit. Erhöhen wir auch gleich mal den Schaden und den Schmerz. Oder? Ja, Schmerz nehmen wir auch mit. Und da haben wir schon alle Bronze-Talente verbraucht. Wunderbar. Die Kampfstile ein bisschen ausgenutzt. Ah, hier können wir natürlich das Zeichen auch noch ausweiten. Können wir noch mehr Boom, Bujaka, Boom ins Gesicht hauen. Keine Ahnung. Oder wir, wohl den Gruppenkampf nutzen wir ja auch ganz schön oft, ne? Dritter Angriff in einer Sequenz besteht aus 5 Hieben. Oh weia. Gruppenstahl. Ich gehe mal mit der Gruppenfähigkeit. Das klingt eigentlich ganz nett. Ja, machen wir es so. So, und wir können natürlich noch ein bisschen was brauen. Hier zum Beispiel weiße Möwe. Da brauchen wir starken Alkohol, nicht Tafelwasser. Ich dachte, wir brauchen Tafelwasser. Wir können weiße... Nee, ach so, weiße Möwe können wir so als Grundstoff... Ach, wir können das auch einzeln so alles reintun. Das ist ja cool. Fällt mir jetzt erstmal auf, so. Und dann hier noch einzelne Zutaten. Aber wir können es auch direkt auswählen und dann wählt es für uns alles aus, was wir brauchen. Hier können wir zum Beispiel noch eine Schwalbe herstellen. Todesstaub. Ja, Schwalbe werden wir auf jeden Fall noch ein paar gebrauchen können. Machen wir erstmal ein paar, so. Bis es nicht mehr geht. Katze, hatten wir da nicht auch noch irgendeinen? Waldkauz, Katze. Haben wir sogar mehr als genug? Nee, da brauchen wir nicht nochmal. Geisteröl, Nekrophagenöl haben wir eigentlich auch noch. Wenn, dann würde mich noch ein bisschen Waldkauz reizen. So, weiße Möwe, ja. Das ist da nix. Nee, gut. Perfekt. Alles gemischt, was wir brauchen. Und ich würde sagen, wir meditieren. Bis zum Morgengrauen oder... Wir meditieren mal bis Mittag, dann ist es auf jeden Fall wieder hell. Meditieren. So, wusch. Und wie es dann weitergeht, im Tageslicht, wunderschön und helle, das erfahren wir in der nächsten Folge von The Witcher. Bis dahin bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage, haut's rein und ciao, ciao.